Herr Barz, vor gut 30 Jahren machten Sie eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu und wie haben Sie diese erlebt? Ja, ich möchte da vielleicht vorab sagen, ich wusste das nicht, dass es eine Nahtoderfahrung ist. Ich habe so in meiner bayerischen Mentalität habe ich gesprochen, ich habe mir die Radiserl von unten angeschaut. Die Situation war so, dass ich ja einen Dachdeckerbetrieb damals hatte und eben sehr wenig Urlaubstage da möglich sind. Das heißt also, wir haben immer versucht, das zu komprimieren, dass der Urlaub eben auch was bewirkt. Beim Hinfahren oder am Abend schon habe ich festgestellt, ich habe Grippe. Ich hatte da so 39 Grad Fieber und war also der festen Überzeugung, ja, das ist eine Erkältung. Jetzt fahrst du in ein paar Tage in Urlaub, 4 Tage, 5 Tage, da konnte das auskurieren. Und das hat sich aber dann in unserem Urlaubsort mit ärztlicher Untersuchungen herausgestellt, dass es nicht besser wurde. Meine damalige Frau hat also Wickel gemacht, Fußwickeln kalte, aber das Fieber ist nicht runtergegangen, es lag immer um die 40. Und nach 4 Tagen haben wir dann beschlossen, wir fahren zurück. Und das aber nicht mit einem Krankenwagen, sondern mit unserem PKW. Das heißt, man sitzt hier drin, ist sozusagen schon eben total am Ende, weil der Körper eigentlich Tag und Nacht das nicht aushält. Und ich stellte fest, auf dem Rückweg, wie das immer schwieriger wurde, noch Luft zu bekommen. Ich verkrampfte mich, die Arme wurden angezogen wie, und meine Füße. Ich habe gestrampelt, aber es ging nicht mehr, es ging alles zäh. Und ich wollte aber möglichst noch aus Italien raus, wegen der Sprache. Und in Brenner gibt es da eine Tankstelle und da wird zu meiner Frau gesagt, du fahr raus, hol den Notarzt, ich kriege keine Luft mehr. Und als die reinging und dort eben Bescheid sagte, habe ich gespannt, jetzt ist der letzte Schnauferer. Und ich wollte zu meinem Sohn noch was sagen, da habe ich nur noch gekrächzt. Und habe dann die Tür aufgemacht und im Nachhinein haben sie mir dann erzählt, ich fiel also auf den Boden und mein Sohn, der stürzte raus und sagte, mein Papa stirbt, geschrien. Ne? Und da war in der Nähe ein Tauchlehrer, der mich da diese Zeit, bis der Notarzt gekommen ist, beatmet oder eben auch etwas reanimiert hat. Und bei diesem Aufgeben, bei diesem, ja, es ist dein letztes Stündlein geschlagen, war so mein Gedanke, so als Münchner Kindler, Herrgott, da bin ich. Das heißt also, jetzt richte oder jetzt gibt es ein Urteil, oder, aber das war genau das Gegenteil der Fall. Ich fiel in dem Moment in einen, ich hatte keinen Tunnel, wie manche mir das erzählt haben, sondern ich fiel sofort in ein Licht, in ein Sonnenlicht, das aber nicht blendete. Eine Geborgenheit, so mit dem bayerischen Ausdruck vielleicht am besten gesagt, schön, dass du da bist. Und das konnte man dann auch gar nicht fassen. Und ich muss dazu sagen, alles, was ich jetzt erzähle, passierte ja unmittelbar miteinander. Ich kann es aber nicht, und die Worte sind oft nur Krücken. Es ist das, was man innerlich jetzt, man müsste mit dem Herz sprechen, aber das geht halt nicht. Wir haben ja nur unsere Sprache. Ja, und dort war so diese bedingungslose Liebe
es spielt überhaupt keine Rolle, wer oder was ich war. Ich war angenommen. Und das nächste war, dass für mich nicht fassbar, ich wusste alles. Ich hatte das alles Wissen. Man versuchte dann, oder ich bildete mir ein, ich habe dann noch versucht, das zu bestätigen, dass ich eine Frage, aber diese Frage konnte ich nicht formulieren, weil sie schon beantwortet war. Zur gleichen Zeit spürte ich, wie ich mich ausdehnte. Über den Raum hinaus, über die Erde hinaus, in das Universum rein. Ich weiß nicht, wie das geht, aber es war so, ich spürte an den Fingerspitzen, wenn ich so, das habe ich ja nicht gemacht, ich war ja irgendwo gelegen, wenn ich es so jetzt mache und sage, meine Fingerspitzen berühren das Ende des Universums. Wie haben Sie sich selber wahrgenommen? Das war eine geistige, körperliche Wahrnehmung. Es war alles eins. Es war alles, ich war nicht mehr ich. Aber in diesem ganzen Raum des Lichtes war aber auch Empfindungen da. Und wie gesagt, eben, dass ich gesagt habe, das gibt's nicht, du weißt alles, das geht nicht. Oder so. Der Satz konnte nicht zu Ende. Das war immer schon, also es gab keine Zeit mehr in dem Sinne. Also der Raum war weg und die Zeit. Ich wusste am Schluss, oder wenn ich dann im Krankenwagen wieder aufgewacht bin, wusste ich nicht, wie lange hat es gedauert. Wie haben Sie das Aufwachen erlebt, das wieder zurückkommen in den Körper? Da hatte ich in der Phase, ich war eigentlich erst wieder mir bewusst, wie ich in den Krankenwagen, aber wie ich dort hineingekommen bin, war mir nicht klar. Aber mir, ich habe dann diesen Tauchlehrer mit dem Vornamen angesprochen, obwohl der den nicht gesagt hatte. Was hatte diese Nahtoderfahrung für eine Auswirkung auf Ihr späteres Leben? Das war fundamental, gravierend, aber fürs Erste für mich nicht erkennbar. Ich bin ein bisschen ein extrovertierter Mensch und habe immer gesagt, du, da habe ich was Komisches erlebt, ich war tot und jetzt bin ich da und das war so, ich kann es nicht erklären. Und da hat meine Familie, meine Kinder, meine Freunde, ich war ja auch hier im Verband als stellvertretender Obermeister, ich war im Bayerischen Verband, die reagierten einfach mit Unverständnis. Und es gibt für mich ein ganz großes Beispiel, dass ich dann Monate später wieder in die Firma ging, dass mein erster Vormann mich nach ein paar Tagen oder Woche mal auf die Seite rutscht und sagt, Chef, ich werde mit einer kurz einmal sprechen. Und ich spannte, er hat Sorgen. Dann sage ich, was gibt's denn, Hans? Dann sagt er, haben Sie vor, die Firma aufzulösen? Dann sage ich, Hans, wie kommen Sie denn da drauf? Ja, Sie sind so anders. Dann habe ich gesagt, ich bin doch der normale Chef. Und er sagte dann, früher war es so, da sind Sie immer genau gekommen, wenn mir irgendwas, ein Missgeschick passiert ist, dann haben Sie uns zusammenputzt, dass wir in keinen Schuh mehr reinpasst haben. Und heute kommen Sie, schlagen mir auf die Schulter und sagen, das ist jetzt nicht so schlimm. Und da hatte der anscheinend den Eindruck, es ist mir alles wurscht. Und das war weiß Gott nicht der Fall. Das war eine Seite. Das andere war, dass ich eine tiefe Depression erlebte. Meine Frau hat mich nicht mehr verstanden. Die hat gesagt, ja, der Midlife-Crisis. Ich weiß gar nicht,
wie der denkt. Wir waren ja da knapp 30 Jahre verheiratet. Und es ging verdammt rapide bergab. Ich ging dann zum Hausarzt und habe versucht, sage ich, wie geht das? Weil die Freunde, ich spürte, wie die Freunde das nicht verstanden und sich abwandten. Ich spürte, wie die Familie zerbrach. Und ich spürte auf der anderen Seite diese Liebe. Ich ging raus und plötzlich spürte ich, wie die Natur zu mir sprach. Und das habe ich nicht unter einen Hut gebracht. Wie ich dann mit den Depressionen gar nicht mehr wusste und die Ärzte gesagt haben, ja, dann müssen Sie halt Antidepressiva nehmen, aber das hat große Nebenwirkungen. Dann habe ich noch gesagt, gut, dann mache ich eine Kur. Das hat mir der Chefarzt von der Klinik empfohlen. Und der hat auch nichts gebracht. Später haben mir dann diese Leute, wie ich wieder hingefahren bin, gesagt, wir konnten sie gar nicht anschauen. Sie waren so erschlafft und auf dem Rückweg haben wir gedacht, ich kenne doch so einen einfachen Bademeister und Masseur, zu dem fahre ich jetzt hin, der macht auch so chinesische Dinge mit so einem Stäbchen. Und ich bin zu ihm hingekommen und habe gesagt, Herr Barth, ich kann gar nicht hingehen. Sie strahlen tiefste, schwerste negative Energie aus. Mhm. Ziehen Sie ihn aus, legen Sie ihn auf die Liege, auf die Bank. Und dann kam er rein und ist um mich rumgegangen und da habe ich gesagt, alles, ich habe niemanden mehr, der mir helfen kann. Mhm. Ich war am Boden unten. Ich, der Macher. Und dann hat der eigentlich auf einmal gesagt, der wusste auch nicht, am Anfang war eine Pause, hat er gesagt, aber es gibt doch da noch was. Sie haben doch was erzählt. Sag ich, ich habe keine Freunde mehr, keine Kollegen mehr, die Familie bricht auseinander, die Firma geht schlecht. Sagt, es gibt noch jemand, der vielleicht helfen kann. Und ich bin eigentlich nicht drauf gekommen, wen er meint. Wir sagen kindlich heute den Herrgott, der ist aber nicht für mich da oben, der ist hier. Mhm. Aus meiner heutigen Erlebnisse, Erkenntnisse. Dann sage ich, ja, meinen Sie den Herrgott? Ja, vielleicht. Er hatte sich dumm gestellt und er sagte dann einfach, ja, fragen Sie halt den einmal, ja, wieso ich das mache. Also es war so eine verschrobene Situation. Und ich habe dann angefangen, hat er gesagt, ja gut, sag bitte Herrgott, hilf mir. Und da hat er gesagt, sag es lauter. Dann habe ich es lauter gesagt, das ist nicht richtig, sag so. Ich war verzweifelt. Ich habe immer wieder gesagt, ja bitte Herrgott, hilf mir. Ich habe es rausgebrüllt, ich habe es geflüstert. Und irgendwann kam ich an den Punkt, ich weiß nicht, wie oft ich es gesagt habe. Dann habe ich gesagt, du kannst mir einen Buckel runterrutschen. Ich sage es nicht mehr, es ist genug. Es geht nichts mehr. Und dann sagte er, bitte, sagen Sie es noch einmal. Dass das geht. Das war ein... Der Raum hatte so eine andere Fülle, so eine andere Energie. Wie zum Greifen, wie wenn da was wäre. Ich habe so gebetet, er war zurückgegangen, über mich drüber. Und es war weg. Restlos geheilt. Kann es sein, dass Sie, als Sie aus dieser Nahtoderfahrung erwacht sind, dass Sie diese Liebe dann nicht mehr gespürt haben, und dass das dann zu dieser Depression geführt hat? Nein, das war es nicht. Mhm.
das war dieser Widerspruch der Liebe, die noch die in mir war. Vorher war so, es konnte sich bei mir keiner nahen. Ich war immer per se. Von David bin ich zu jedem meinen Nachbarn, ich grüße den Nachbar. Ich habe zu allen du gesagt. Die sind ein bisschen erschrocken und haben gesagt, was ist denn mit dem Herrn Barth los? Ne? Und das kam immer mehr, dass ich erkannt habe, ich bin ein anderer geworden. Wenn Sie jetzt wählen könnten zwischen dem früheren Leben und dem Leben jetzt, was würden Sie wählen? Das ist eine ganz, ganz komische Frage. Okay. Aber Sie spüren es ja schon. Ja. Man war fremdgesteuert, man war geschoben, gedrückt und das Leben hat sich mir es ist ein Gottesgeschenk. Und das bringt mich auf einen Punkt, dass ich gesagt habe, du hast jetzt auf einmal so viel, gib was zurück. Es war also, das war ein Befehl. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, was magst du? Ne? Und durch Zufall, es gibt für mich heute keine Zufälle mehr, ist alles gefügt. Durch Zufall, in Anführungszeichen, lese ich Inserat für Suchtberatungen, suchen Sie ehrenamtliche Mitarbeiter. Da habe ich gesagt, da rufe ich an. Und ich war 10 Jahre da dort. Und der Leiter ist manchmal zu mir gekommen und hat gesagt, wir wandern per Du, Werner, darf ich zuhorchen bei deinen Gesprächen? Mhm. Und erst bei der Verabschiedung hat er mir das dann gestanden und sagt, du warst einfach, du hast, es war eine Ressource, die ist aufgebrochen. Er ist ja Fachmann auf das. Mhm. Und heute, seit etwa 12 Jahren, bin ich in der Hospizarbeit. Herr Barth, herzlichen Dank für das Gespräch.